Öffne dein Herz. So ist immer wieder die große Ermutigung von spirituellen Meistern. Öffne dein Herz in Liebe. Wenn du einen Menschen vor dir siehst, öffne das Herz zu diesem Menschen hin, verbinde dich vom Herzen. Wenn du in die Natur gehst, öffne dein Herz und spüre dein Gegenüber. Wenn du den Himmel anschaust, öffne dein Herz. Wenn du neue Aufgaben hast, mache sie mit Liebe und öffne dein Herz. Dein Herz öffnen ist in vielen Kontexten wichtig. Eigentlich ist es in jedem Kontext wichtig, aber manchmal wird es zur besonderen Herausforderung. Angenommen, du bist mit einem Partner, deiner Partnerin längere Zeit zusammen, dann habt ihr euch vielleicht in solche Kommunikationswege hineinbegeben, dass es irgendwo nicht mehr mit Liebe verbunden ist. Schaut euch wieder von Neuem in die Augen, umarmt euch eine Weile ruhig und ohne etwas voneinander zu wollen, öffnet euer Herz füreinander. Wenn du deinen Partner leiden siehst, nimm es wahr, öffne dein Herz, immer wieder von Neuem. Oder auch, angenommen, bist aktiv in einer sozialen Initiative. Am Anfang hast du es gemacht aus Mitgefühl und Mitleid. Vielleicht machst du es inzwischen einfach aus Pflichtgefühl und du hast Strategien entwickelt. Öffne dein Herz und begegne den anderen von Neuem mit Liebe. Auch bei deinem Arbeitsplatz, selbst in gewinnzielorientierten Unternehmen, wirst du manchmal zu deinen Kollegen hin dein Herz öffnen. Wenn du spirituelle Praktiken übst, wenn du Mantra singst, wenn du Yoga übst, öffne immer wieder dein Herz. Wenn du Asanas übst, es geht nicht nur darum, die Muskeln zu stärken und zu dehnen. Es geht nicht nur darum, bestimmte Asanas kennenzulernen und nicht mal darum, besonders entspannt zu sein. Es geht auch darum, öffne dein Herz. Wenn du zum Beispiel den Fisch übst und der Brustkorb sich nach oben öffne, spüre dein Herz und öffne dich nach oben. Wenn du den Sonnengruß machst, öffne dich für die Kraft der Sonne. Wenn du Mantra singst, mach es von ganzem Herzen. Es gibt noch weitere Situationen, also jenseits der Gewohnheit, gibt es noch weitere Situationen, wo du von Neuem dein Herz öffnen musst. Wenn du einen Verlust erlitten hast, dann kommst du in einen Trauermodus. Dann wirst du vielleicht eine Weile dich abkapseln vom Rest. Und es mag einige Trauerprozesse geben, wo das wichtig ist. Aber es ist auch wieder wichtig, dass du dein Herz öffnest zu den Hinterbliebenen, zu den anderen Menschen, die da sind, nicht nur zu dem, der gegangen ist. Oder wenn du eine Enttäuschung erlebt hast, jemand hat dein Vertrauen missbraucht, dann kapsele dich nicht von allem weg, sondern öffne dein Herz immer wieder von Neuem, eventuell sogar gegenüber dem Menschen, der dein Vertrauen missbraucht hat. Keine einfache Aufgabe. Aber umso wichtiger. Auch wenn du eine große Enttäuschung erlebt hast, auch hier öffne dein Herz von Neuem. Es nutzt dir nichts, wenn du nach einer schlechten Erfahrung dein Herz dauerhaft verschlossen hältst. Es gilt, von Neuem dein Herz zu öffnen. Du kannst gerade überlegen, ist dein Herz momentan offen oder ist es verletzt? Was könntest du machen, um dein Herz wieder zu öffnen? Wie könntest du dort vorgehen?